Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute gibt es ein Doppel-Unboxing und zwar habe ich hier zwei von den My Müsli Adventskalendern. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, das ist eine Kooperation. Ich habe sie von My Müsli zugeschickt bekommen, um euch diese Adventskalender vorstellen zu können und ich freue mich da richtig drüber. Und ich mache die beide gleichzeitig auf, ne? Das ist einmal der Tree of Tea. Adventskalender, also der Tea Time Adventskalender und der Snack Adventskalender und beide schreien meinen Namen. Ich finde es so, so cool und ja, genau. Es gibt einen Rabattcode und zwar ist das Claudi-Xmas23 müsste das sein, genau. Und damit könnt ihr auf die Adventskalender ordentlich sparen. Also das ist nochmal on top eine schöne Goodie-Geschichte für euch. Außerdem hat mein Müsli gerade ein Rebranding am Start. Das heißt, die fokussieren sich einfach nochmal mehr auf ihre Superkraft, nämlich die Individualität. Das wirklich jeder der Kunde glücklich gemacht wird, My Way, My Müsli, dass jeder Geschmack getroffen wird, denn aus 80 verschiedenen Zutaten kannst du dein Lieblingsmüsli zusammenmixen und das finde ich richtig cool. Das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht, wobei ich wirklich sagen muss, dass ich auch von den bereits vorhandenen Mischungen sehr, sehr überzeugt bin. Und diese Individualität zeigt sich ja auch anhand der 5 verschiedenen Adventskalender, die man dort finden kann. Also wirklich für jeden Geschmack und für jeden Geldbeutel ist dort auch was zu finden. Ja, ich habe hier, wie gesagt, 2 Stück für euch am Start und ich werde dann immer von beiden jeweils das erste Kläppchen öffnen, dann das zweite und so weiter. Der Tea Time Adventskalender kostet übrigens 29,95 und der Snack Adventskalender regulär 89,95. Aber wie gesagt, mit Claudi-Xmas23 kannst du nochmal ordentlich was sparen. Witzigerweise haben wir am 1. Dezember von beiden Adventskalendern ein blaues Kläppchen und bei dem Tree of Tea Adventskalender, Mensch, das ist echt ein Zungenbrecher, haben wir den Cozy Plum Orange Tee drin, also einen Pflaumetee mit Orange. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Das hört sich auch sehr, sehr winterlich und sehr lecker an. Und tatsächlich war der Wasserkocher das erste, was ich hier oben in die Teeküche reingepackt habe. Ne? Das ist so, so wichtig. Jetzt gerade habe ich hier einen kalten Tee am Start, ne? Aber ansonsten, jetzt, wenn es auch wärmer, kälter wird, dann brauche ich es von innen ein bisschen wärmer. Und ich finde auch, dass Herzenswärme dazu gehört. Oh Gott, ja, das war richtig klassisch. Ne? Save the Ocean von meinem Müsli, das ist dieses hier. Das haben die in die Nummer 1 gepackt beim Snack Adventskalender. Ich mag super gerne diese Müsli-to-go-Dinger, weil die halt praktisch sind. Also für mich ist es so, dass ich die sowohl morgens, mittags als auch abends mal esse, je nachdem, ne, wie mein Hungergefühl so ist, aber das reicht 1A für eine Portion bei mir. Miss Winterberry erwartet uns am 2. Dezember und das ist einmal dieser Tee und ja, sieht auch wieder richtig lecker aus, sehr beerig, ne, wird es dann auch sein, mag ich gerne. Und dann haben wir bei dem Snack Adventskalender den Snack Mix mit Pretzel Nuts, also mit ein Bio-Nuss-Mix mit Laugenbrezeln, Haselnüssen und Mandeln. 65 Gramm sind hier drin enthalten. Das hört sich so lecker an. Und sowas ist auch ein wirklich gesunder Snack, denn man sollte mehr Nüsse essen, weil das Ganze auch sättigender ist tatsächlich und gesünder als jetzt irgendwie eine Tafel Schokolade, die ich mir auch mal ganz gerne gönne. Aber, ne? Lecker. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir in dem Tea Time Advance-Kalender die Nut Butter Bowls mit Mandel, Apfel und Zimt. Und das passt natürlich auch richtig schön in die Weihnachtszeit. Und sowas ist wirklich super sättigend. Also tatsächlich, wenn man mal eben so einen zwischendurch Hunger hat, kann man sich das gönnen. Ich weiß nur nicht, was das in einem Tee-Adventskalender zu tun hat. Wobei, Tea Time ist ja auch das Motto, ne? Dann kommt es vielleicht so ein bisschen hin. Zur Teezeit hast du, oder ja, nicht Kaffeezeit, sondern Teezeit, hast du dann auch so ein bisschen so einen Zwischenhunger, ne? Und dann kommt das ganz gut. Und dann haben wir hier in dem Snack-Adventskalender Blueberry Crunchy Bites. Die sind so lecker, also mit Blaubeere. Und die sind wirklich hart. Die mag ich sehr gerne. Hatte ich jetzt auch mal in einem PR-Paket bekommen. Richtig, richtig lecker. Mag ich auch ganz gerne. Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Blaubeere finde ich mit am leckersten. Hier und hier haben wir die Nummer 4. Ach, wie cool. Wir haben hier auch Eistee mit drin. Das kann ich mir dann natürlich nachher in mein Glas reinmachen, weil ich werde heute noch ein paar mehr Adventskalender auspacken. Ja, Mango und Passionsfrucht. Das hört sich hier super lecker an. Also nicht diese klassischen Sorten Zitrone, Pfirsich, sondern mal was ganz anderes. Das finde ich richtig cool. Und dann haben wir in dem Snack-Adventskalender auch ein Nut Butter Bowl drin mit Cashew und Strawberry mit Erdbeere. Oh, das hört sich auch richtig lecker an. Und die sind auch ein bisschen saftiger als jetzt die Crunchy Bites, die wir ja vorher drin hatten.
Am 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus, erwartet uns im Tea Time Adventskalender der Merry Apple Cinnamon Tee. Hört sich speziell an, aber auch sehr richtig passend für Weihnachten. Ich weiß nicht, ob ich Zimt im Tee mag, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und beim Snack Adventskalender haben wir ein Raspberry Dark Choc My Müsli. Also auch ein Müsli to go mag ich auch sehr, sehr gerne. Auch wenn ich eigentlich nicht so Fan davon bin, wenn man Schokolade zusammen mit irgendwelchen Obstgeschichten kombiniert. Finde ich, dass es bei den My Müslis tatsächlich sehr lecker schmeckt. Und eigentlich mag ich auch keine dunkle Schokolade, aber hier drin schmeckt sie echt gut. Schön, dass die Adventskalenderpacker darauf geachtet haben, dass in der 6, also am Nikolaustag, auch etwas Besonderes drin sein sollte. Das heißt, im Tee-Adventskalender haben wir Garden Blossom, einen Kräutertee mit Pfefferminze. Den können wir so gut gebrauchen im Winter, muss ich wirklich sagen. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Und wir haben auch diese losen Tees von My Müsli bei uns sehr, sehr viel im Einsatz und es ist so lecker. Es ist eine tolle Mischung. Die haben echt wirklich eine gute Kombinationsgeschichte mit dabei. Mag ich super gerne. Und im Snack-Adventskalender haben wir auch eine Teemischung mit dabei. Und das ist Peachy June. Auch sehr interessant. Früchtetee mit Pfirsich, Aprikose und Kokos. Bin ich sehr gespannt drauf. Kokos essen mag ich persönlich ja super gerne. Also da bin ich ja sehr offen für. Und ja, jetzt als Tee wird es auch mal ganz interessant. Aber mit Pfirsich und Aprikose wird es wahrscheinlich auch sehr vollmundig werden, glaube ich, ne? Ja, vollmundig, ja, im Abgang bald, ich weiß Bescheid. Also ich finde es auch super witzig gemacht beim Snack-Adventskalender, dass du halt teilweise auch diese Boxen damit drin hast, die dann immer so auf dieser Seite hier runterfallen und auf der anderen Seite dann auch die großen Kläppchen für die großen Sachen. Der 7. Dezember enthält bei dem Tee-Adventskalender etwas, was ich so geil finde. Eistee auch wieder, Wassermelone und Erdbeere. Oioioi. Und das finde ich an diesem Tee-Adventskalender halt auch so cool, ne? Dass du jetzt verschiedene Sorten hast, um dich durchzuprobieren und dir dann gegebenenfalls das ein oder andere in groß nachzukaufen. Ja, weil nicht jedem gefällt jede Tee-Geschichte. Wassermelone und Erdbeere hört sich auf jeden Fall nach etwas an, was ich lieben werde. Und ich glaube, den hatten wir auch schon mal. Nun, im Snack-Adventskalender haben wir ein Porridge drin. Und hier sehen wir auch das neue Design. Das ist alles etwas sleeker, etwas cleaner. Finde ich richtig cool. Plum Poppy Seed Crisp Porridge. Ui, das hört sich lecker an. Das ist ja eine warme Mahlzeit, ne? 60 Gramm machst du entweder mit warmer Milch oder warmem Wasser, wie auch immer du das halt von der Sämigkeit auch haben möchtest. Und Pflaume passt auch einfach schön in die Zeit. Crisp finde ich gut in der Kombination. Bin gespannt, wie sich das dann auch macht. Und ich liebe es einfach, dass die Pflaumen hier so als Smileys drauf sind. Es sind die kleinen Dinge. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir zur Teezeit wieder ein Nut Butter Bowl mit Mandel und Schokolade. Das hört sich auch richtig lecker an. Und das ist dann auch wieder einer von diesen etwas weicheren Dingen. Wobei der sich... Ja doch, der fühlt sich nicht ganz so super weich, wenn ich den eindrücke, dass er sich eindrücken lässt, ne? Sondern halt, es fühlt sich schon ganz gut an. Und dann haben wir in dem Snack-Adventskalender einen Nut Butter Bowl in Haselnuss. Das wird was für meinen Freund sein, der mag super gerne Haselnüsse. Und ja, auch das einfach so ein kleiner Snack zwischendurch, um wieder so ein bisschen den Blutzuckerspiegel hochzubringen und wieder, ne, aktiver zu werden. Also für mich sind diese ganzen Snacks auch super gut, wenn ich jetzt am Schneidetisch sitze oder wenn ich hier oben filme und so, dass ich mir das zwischendurch halt reinziehe, ne? Dann kann ich nämlich weiterreden, weitermachen und so weiter, halt weiterarbeiten. In der Nummer 9 dürfen wir uns zur Teezeit über einen Cozy Plum Orange freuen. Den hatten wir aber schon mal drin. Das wiederholt sich jetzt. Finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so gut, bin ich ehrlich, weil ich das lieber hätte, dass wir hier auch wirklich unterschiedliche Teesorten drin haben. Ne? Vielleicht finde ich den aber auch so richtig lecker, dass ich das mega feier. Aber ich muss mal gucken. Also ich hätte mir gewünscht, dass das nicht doppelt drin gewesen wäre. Und in dem Snack-Adventskalender habe ich Berry Coconut Choc drin. Das ist auch so ein klassisches Müsli, was ich super gerne mag. Auch wieder ein Müsli to go. Ne? Für mich persönlich einfach perfekt. In der Nummer 10 darf es mit einem Eistee weitergehen. Apfelgurke, sehr, sehr erfrischend. Hatte ich auch schon mal da und mochte ich auch sehr, sehr gerne. Das Gurke ist erst, oder die Gurke als Geschmack ist erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde es sehr, sehr lecker, sehr, sehr erfrischend tatsächlich auch. Und dann haben wir hier ein Dreierpack von den Nut Butter Balls in dem Snack-Adventskalender in der Geschmacksrichtung Peanut. Ich glaube, dass auch diese Erdnussgeschichte das beliebteste ist. Deswegen finde ich es cool, dass es drin ist. Und das ist auch super, super lecker. Aber wie gesagt, von einem so einem Ding bin ich definitiv satt. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält Merry Apple Cinnamon. Den hatten wir auch schon mal.
Ja, okay, dann scheint das wohl so gewollt zu sein, dass hier das ein oder andere mal doppelt mit drin ist. Im Snack-Adventskalender haben wir den Roy oder Roy Lemon, ein grüner Rooibos-Tee mit Zitrone. Und Roy ist ja, glaube ich, oder Roy ist ja französisch für König, ne? Also der König der Limonen. Bin ich gespannt drauf, wie der so schmeckt, der König der Limonen. Die Halbzeit Nummer 12 enthält bei unserer Teezeit eine Miss Winterberry, die wir ja auch schon mal hatten und hoffentlich dann auch sehr gerne mögen werden. Wie gesagt, Winterbeere oder Beere generell mag ich persönlich ja gerne. Und bei dem Snack-Adventskalender haben wir wieder Nut Butter Balls, aber in der Geschmacksrichtung Mandeln mit dabei. Die hatten wir auch noch gar nicht in diesem Adventskalender. Da sind drei Stück drin enthalten und das finde ich cool. Mandeln mag ich auch sehr gerne. Oh, gebrannte Mandeln. Habe ich schon wieder richtig Bock drauf. Also Weihnachtsmarkt, hier bin ich komme. Zum 23. Dezember bekommen wir Cashew Strawberry, ein Nut Butter Bowl zur Teezeit. Also auch wieder sehr, sehr lecker. Und wie gesagt, Erdbeere und Cashew. Also nicht wie gesagt, das mag ich einfach gerne. Hört sich lecker an. Und der Snack-Adventskalender gibt uns den Vanille-Kipferl-Porridge. Uiuiui. Und oi. Das ist aber ein süßes Design. Zieht euch das mal rein. Ja, das war ein Reim. Da hat er hier, die Mr. Weihnachtskugel, einfach mal ein Smiley auch drauf. Liebe ich sowas, ne? Ja, und Vanillekipferl mag ich auch richtig gerne. Und das als Porridge ist ein sehr süßes Essen dann, aber ich glaube richtig, richtig lecker, wenn man einfach mal Bock auf was Süßes hat. Oh. Am 14. Dezember haben wir wieder einen Eistee drin, Mango und Passionsfrucht. Den hatten wir auch eben schon mal, aber finde ich einfach sehr ansprechend. Und dann haben wir im Snack-Adventskalender Berry Dark Choc eine Müsli-Bar drin. Also sowas ist auch richtig cool, auch wieder für zwischendurch. Einfach so ein, ne, oder wenn man halt einfach irgendwo unterwegs ist und nicht so groß irgendwas mitschlüren will, dann ist sowas echt eine gute, gute Geschichte. Auch am 15. Dezember kommt uns ein alter Bekannter vor. Und zwar haben wir hier den Wassermelone-Erdbeere-Tee-Eistee drin enthalten. In dem Teezeit-Adventskalender. Und in dem Snack-Adventskalender haben wir die Almond Chocolate Nut Butter Balls, beziehungsweise einen davon, was ich auch ganz cool finde. Wie gesagt, Mandel ist großartig und Schoki geht immer. Nochmal Miss Winterberry in der Nummer 16. Und im Snack-Adventskalender haben wir den Fruity Bowl oder die Fruity Bowls in der Geschmacksrichtung Winterberry. Das passt so, so gut. Wie Poppes auf Eimer, finde ich toll. Und ich mag auch gerne Beerengeschmack, also voll mein Ding. Am 17. Dezember erhalten wir im Teezeit-Adventskalender einen Apfel-Gurke-Eistee. Und in dem Snack-Adventskalender haben wir einen Snack-Mix mit Cashew und Cranberry. Das hört sich super lecker an. Also das ist mit Pekannüssen, Cranberries, Cashewkern. Finde ich richtig, richtig ansprechend. Und du hast hier wirklich die ganzen Nüsse. Das sieht richtig... Upsala, das war eine Cranberry. Ansprechend aus. Und ich habe gelernt, dass Cranberries auch total super präventiv gegen Blasenentzündungen helfen oder generell, wenn man Blasenentzündungen hat, auch helfen, das Ganze zu beruhigen. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember bekommen wir eine Cozy Plum Orange Geschichte als Tee und dann haben wir von dem Snack Adventskalender Hazelnut Cocoa Nut Butter Balls. Also das ist halt wirklich, den Snack-Adventskalender feiere ich wirklich mehr und mehr und mehr, je mehr ich ihn auspacke. Vielleicht wird ja auch ein bisschen familiär gedacht, denn am 19. Dezember haben wir jetzt auch einen dritten von dem Eistee Wassermelone Erdbeere drin enthalten. Vielleicht, wenn man mit mehreren Leuten das trinkt oder so, aber weiß ich nicht. Also, ne? Und bei dem Snack-Adventskalender Raspberry Dark Choc Crunchy Bites, das ist auch richtig geil, habe ich auch schon gegessen, kann ich sehr empfehlen. Am 20. Dezember, herzlich willkommen, wir sind jetzt im Endspurt Richtung Heiligabend, haben wir einen Mary Apple Cinnamon Tee wieder drin enthalten. Und bei dem Snack Adventskalender haben wir Schoko Orange als Müsli drin. Das stellt mich auf eine harte Probe, denn eigentlich bin ich ja nicht so der Orange mit Schoko Fan. Aber vielleicht wird mich das überzeugen, mal gucken. Am 21. Dezember werden wir mit einem Nut Butter Bowl in der Geschmacksrichtung Haselnuss erfreut zur Teezeit, was ich gut finde. Und dann haben wir in dem Snack Adventskalender auch wieder diese Kirschen mit dem Smiley drauf. Die haben mich einfach, ne? Almond Caramel Cherry Porridge. Wow, das hört sich so gut an. Also zieht euch das mal rein. Wie niedlich kann eine Verpackung bitte sein? Das ist toll. Mag ich.
Zwei Tage vor Heiligabend am 22. Dezember gibt es dann einen Eistee mit Mango und Passionsfrucht zum Trinken. Und zum Essen kann man sich dann aus dem Snack-Adventskalender die Crunchy Bites in der Geschmacksrichtung Super Schock gönnen. Das ist halt Schoko pur, richtig eskalativ und super lecker. Wirklich geil. Einen Tag vor Heiligabend am 23. Dezember müssen wir unseren Magen wahrscheinlich ein kleines bisschen beruhigen oder uns auch ein bisschen abkühlen. Da gibt es einen Eistee mit Apfel- und Gurkengeschmack und in dem Snack-Adventskalender ein Nut Butter Bowl Mandel, Apfel, Zimt. Das ist sehr, sehr, sehr schön und bringt uns auch schon ein bisschen wieder in die Weihnachtsstimmung rein, denn so ein bisschen Zimt am Start, ne? Da hat man dann, mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, da hat man dann diese schönen, großen, bunten Teller, wo dann alles so drauf ist und halt alles auch sehr weihnachtlich schmeckt. Da kommt so ein, mit Zimtgeschmack versetzter Nut Butter Bowl doch richtig gut. Zum 24. Dezember wird richtig rausgehauen. Wir haben hier in dem Tee-Adventskalender neben einem Peachy June Früchtetee mit Pfirsich, Aprikose und Kokos noch einen 5-Euro-Gutschein drin, ohne Mindestbestellwert, was ich sehr, sehr cool finde. Also da kannst du dir dann auch etwas nachbestellen, was du haben möchtest. Und da das halt keinen Mindestbestellwert mit drin hat, werde ich diesen Wert auch mit in den Wert mit einberechnen, ne? Genau, den Code zeige ich nicht. Der ist nämlich ein individueller Code. Und in dem Snack-Adventskalender haben wir alles andere als einen Snack. Das ist tatsächlich ein komplettes Full-Size-Produkt mit schokolierten Krokantblättchen. Mein Freund wird mir das so aus den Händen reißen, Leute. Ich denke, das wird auch eine neue Geschmacksrichtung sein. Christmas Schoko Crunchy. Oh mein Gott, er wird es lieben. 575 Gramm. Das ist aber nicht alles. Du hast hier oben halt auch nochmal mit ohne Mindestbestellwert genau einen Gutschein mit am Start. 10 Euro. Wahnsinn. Also das finde ich nochmal richtig cool am Ende, dass du da nochmal on top halt den Gutschein bekommst. Aber auch natürlich mit Claudi-Xmas23 auf die Adventskalender, die es bei Mamüsli zu kaufen gibt, auch einen entsprechenden Rabatt. So, kommen wir zu Fazit Nummer 1 von dem Tee-Adventskalender. Ich finde das, also an und für sich, finde ich die Produkte, die hier drin sind, einfach passend. Ne? Ich bin tatsächlich überrascht von den Nut Butter Bowls, die sich hier auch mit drin verstecken. Finde es aber auch irgendwie passend. Ich hätte mir aber tatsächlich gewünscht, dass wir keine Doppelung hier drin gehabt hätten. Wohingegen ich sagen muss, dass ich diesen Snack-Adventskalender enorm geil finde. Natürlich ist der auch preislich gesehen, das muss man eben hier zur Seite, höher als der Tee-Adventskalender. Das heißt, man darf auch hier erwarten, dass hier ein höherer Wert und auch eine höhere Produktauswahl drin ist. Ich würde tatsächlich aber eher den Snack-Adventskalender wählen, wenn ich halt selber mir auch einen dann bei meinem Müsli bestellen würde. Ich finde, dass der sehr, sehr gut befüllt ist. Wir haben eine schöne Auswahl aus dem kompletten Sortiment, was mein Müsli zu bieten hat. Und das finde ich einfach großartig. Ja, ein schöner Adventskalender, wo man richtig viel Freude dran hat. Und ich glaube, das ist auch was für die ganze Familie in der Adventszeit. Jetzt lasst mich doch mal super gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die beiden Adventskalender so fandet. Ich versuche auch mal Preise rauszusuchen, das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich versuche es halt, wie ich das halt immer mache und habe euch die dann natürlich auch entsprechend eingeblendet. Das wäre es hier von mir gewesen, ne? Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Denkt auf jeden Fall an Claudi-Xmas23, falls du Bock auf die Adventskalender hast, da kannst du nämlich schön sparen. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.